Seine Bewegung geschmeidig. Seine Torgefahr für sein Alter außergewöhnlich und mittlerweile historisch. Florian Wirtz, der jüngste Spieler der Geschichte mit 10 Bundesliga-Toren. Sein Treffer gegen Mainz 05 im Alter von 18 Jahren und 145 Tagen. Ein Rekord, mit dem Wirtz einen gewissen Lukas Podolski überholt. Das ist ja seine Hauptstärke, dass er im letzten Drittel sehr klar ist, wenn er in Abschlussmöglichkeiten kommt, dass er gute Entscheidungen trifft, den letzten guten Pass spielt. Das ist schon eine der großen Stärken von Florian und auf diese zählen wir natürlich. Wirtz ist in der laufenden Saison alle 37 Minuten an einem Tor beteiligt. Bestwert in der Bundesliga. Er kommt auf 8 Scorerpunkte bei nur 3 Startelf-Einsätzen. Vater Hans-Joachim trainierte Wirtz in der Kindheit. Sein Sohn ein Freigeist, der seinen Freiraum braucht. Das verstand auch sein wohl größter Förderer. Sein leider jetzt ehemaliger Trainer, Peter Boss, dem er viel zu verdanken hat, sagte, ich sage Florian besser nichts. So kann ich ihn nur schlechter machen. Und das war damals auch schon so ein bisschen so. Wenn man ihn angeleitet hat, dann wurde er dadurch nicht besser. Lässt man Wirtz machen, liefert er. Auch sein neuer Coach Gerardo Seoane scheint Florians Wesen gut zu kennen. Sein tägliches Verhalten deutet auf eine gewisse Demut auch hin, dass er immer wieder bereit ist, an gewissen Stärken, aber auch Schwächen zu arbeiten. Wichtig ist, dass er weiterhin diese Einstellung an den Tag legt, für die Mannschaft zu arbeiten, das Beste rauszuholen und nicht Einzelleistungen in den Vordergrund stellt, sondern der Erfolg der Mannschaft. Und für diesen Erfolg sorgen kann ein Wirtz in einer solchen Form auch in der Nationalmannschaft. Noch widerstandsfähiger, körperlich stärker werden und auf dem Platz die eigenen Kraftreserven noch ökonomischer nutzen. Für seine Entwicklung entscheidend ist aber mit Sicherheit, trotz des steilen Aufstiegs, auf dem Boden zu bleiben. Ich glaube, das hat unsere dörfliche Struktur ja mit sich gebracht, dass er ein vernünftiger Mensch geworden ist und ich hoffe, dass das bleibt und er seine Nachbarn, die Dorfbewohner, die Menschen hier auf dem Sportplatz noch freundlich begrüßt, seine Lehrer weiterhin kennt und all diese Dinge, die man so unter dem Aspekt, ich bin einer von euch, dass er die weiterhin behält. Ein junger Mann aus Pulheim bei Köln mischt momentan die Bundesliga komplett auf. Bleibt er so konstant gut wie aktuell, ist kein Rekordhalter sicher. Vor diesem Florian Wirtz.